an meinem Spiel teilnehmen. Wofür sind diese Spiele überhaupt gut, wenn man nicht an ihnen teilnehmen darf? Ich verstehe dieses Verbot nicht. Ja, nee, ich auch nicht. Komm, Pikachu, lass es uns einfach mal versuchen. Mein Spiel ist ein Wettlauf gegen mehrere gegnerische Pokémon. Wenn du innerhalb der Mindestleistung ins Ziel einläufst, hast du das Spiel gemeistert. Normalerweise kostet die Teilnahme am Schüttelsprint 5 Beeren, aber von dir verlange ich fürs Erste keine Gebühr. Das ist aber nett. Du bist immerhin der erste Teilnehmer seit langem. Willst du Schüttelsprint spielen? Ja, will ich. Es ist lustig. Sehr schön, so gefällst du mir. Okay. Presche so schnell du kannst durch den Waldparcours und erreiche das Ziel. Mindestleistung 10 Sekunden. Okay. Spielanleitung. Schüttel die Wii-Fernbedienung, sobald der Startschuss gefallen ist. Je öfter du sie schüttelst, desto schneller wirst du. So, jetzt können wir uns hier ein Pokémon aussuchen. Im Moment haben wir ja nur Pikachu, also müssen wir jetzt Pikachu nehmen. Wie süß. So. Na dann, geht's mal los, ne? Okay. Wow, wir haben sogar die Bundesleistung geschafft. Spiel geschafft. Wow, 100 Beeren haben wir erhalten. Wow, okay. Neue Bestleistung. Ist ja cool. Glückwunsch, du hast es geschafft. Du selbst hast das Spiel zwar nun gemeistert, aber vergiss nicht, dass deine Freunde ebenfalls daran teilnehmen können. Ach ja, wusstest du das überhaupt? Sobald einer deiner Freunde die Mindestleistung erzielt, gilt das Spiel auch für dich als gemeistert. Das ist eben wahre Freundschaft. Oh, und hier, das ist für auch für... Ja, das ist für dich. Ach, ein Prismensplitter erhalten. Hübsch, nicht wahr? Dieser Splitter fiel vom Himmel, während ich hier beim Spiel nach dem Rechten sah. Dann erschien mir Mew in einem Traum und bat mich darum, ihn demjenigen zu übergeben, der als erster das Spiel meistert. Das bedeutet, er gehört nun dir. Cool. Oh, was sind das für welche? Hey, ihr da, habt ihr etwa an diesem Spiel teilgenommen? Oh, oh. Ihr wisst doch, dass ihr in dieser Zone strengstens verboten, dass es in dieser Zone strengstens verboten ist, an den Spielen teilzunehmen. Das war's. Du kommst jetzt sofort mit mir, Bisaflor. Also mit, ach so, mit mir zu Bisaflor. So, okay. Was? Warum das denn? Nein, lass mich in Ruhe. Oh. Oh verdammt. Oh, die Arme. So ein Mist aber auch. Oh nein, das ist ja schrecklich. Ist das etwa meine Schuld, weil ich dich dazu verführt habe, an diesem Spiel teilzunehmen? Oh bitte, du musst Endivia retten. Ja, du musst sie einfach retten. Minky sagt, er würde sie zu Bisaflor bringen, nicht wahr? Er hält sich hinter dem Tor auf der anderen Seite des Flusses auf. Ah, okay. Müssen wir da jetzt anscheinend hin. Ja, komm. Wo war das nochmal? Ach, da. Du hast trotz des Verbots an jenem Spiel teilgenommen und es sogar gemeistert. Du bist mir fast schon ein bisschen unheimlich. Wie? Du willst wissen, wo Endivia ist? Bei Bisaflor, auf der anderen Seite dieser Brücke natürlich. Wo sonst? Hm, na gut. Sollte Chelast es schaffen, beim Schüttelsprint eine besonders gute Leistung mit der... Leistung mit anderen Worten, also die Bonusleistung zu erzielen, dann lasse ich dich über die Brücke. Aber ein fußfaules Pokémon wie er schafft es das ohnehin nicht. Boah, ist der gemein. Fies und gemein. Also gut. Jetzt müssen wir Chelast suchen. Und dann mit Chelast nochmal an diesem Schüttelsprint teilnehmen. Aber wo ist Chelast? Ah, da ist was, was man kaputt machen kann.
Mampfaxo, schreckliches Hunger, Glieder schwach. Dieser Duft wie köstlich, große Beere aus Holzkiste. Zerbreche Holzkiste, bringe mir große Beere, schnell. Oh Mann. Ja, ich weiß, wie ich die Kiste aufkriegen kann. Ja, okay. Zack. Jetzt können wir die aufheben. Und jetzt werden wir sie ihm geben. Deine große Beere, sehr köstlich sieht aus. Oh, du sie mir geben willst? Großes, vieles Dankeschön. Ham, Mampf. War sehr, sehr lecker. Du und ich jetzt sind Genossen. Du schon hast gewusst? In die Pokeperke. Nein. Egal. Es gibt viele verschiedene Sorten von Beeren. Nämlich die grünen Beeren, die roten Beeren und die goldenen Beeren. Die goldenen Beeren ist aber sehr, sehr selten. Mein Gott, es war jetzt schwer, das irgendwie zu entziffern. Tropius ist auf Bärenjagd. Oh. Okay. Aber wo ist Schelast? Nee, da sitzt Plaudergei. Ach, da ist Schelast. Du möchtest, dass ich für dich an Bisasams Spiel teilnehme? Nie. Was? Ich würde dir damit helfen, eine Freundin zu retten? Na gut, ich verstehe. Wenn du es schaffst, mich zu fangen, erkläre ich mich dazu bereit, für dich am Schüttelsprint teilzunehmen. Willst du mit mir fangen spielen? Ja, natürlich. Alles klar, dann kannst du ja losgehen. Das wird nicht schwierig. Weil das Vieh einfach total lahmarschig ist. Zack. Uff, ich bin meterweit durch die Luft gesegelt und immer noch total wackelig auf den Beinen. Genauso ausgelassen muss es bei unseren Spielen zugehen, damit sich die frohe Kunde, über den Park weiter verbreiten und neue Pokémon vorbeikommen. Jetzt sind wir zwei Freunde. Ich werde beim Schüttelsprint mein Bestes geben. Nimm diese Beeren als Zeichen meiner Freundschaft. Juhu, Schelast ist jetzt mein Freund. Oh, Pachirisu. Ist auch total süß. Und Mobai. Noch bin ich angekommen? Nein, okay. Gut, dann müssen wir das jetzt nochmal machen. Mit Schelast. Das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Ach so, ich dachte, ich hätte ihn angesprochen. Jetzt aber. Gekaba sagte, wenn Schelast es schafft, eine Bonusleistung zu erzielen, werde er dich auch die Brücke überqueren lassen, richtig? Na gut, dann muss ich Schelast eben mal etwas ins Zeug legen. Neben der Mindestleistung, die erzielt werden muss, um ein Spiel zu meistern, gibt es in Form der Bonusleistung noch eine zweite Gewinnstufe. Die Bonusleistung liegt für jedes Pokémon bei einem anderen Wert. Solange sich ein Pokémon also etwas ins Zeug legt, sollte es auch ganz unabhängig seine ganz persönliche Bonusleistung erzielen können. Wem dies gelingt, wird zur Belohnung außerdem eine größere Menge an Beeren verliehen. Ja, das haben wir ja auch schon gemerkt. Ich habe etwas nachgedacht. Vielleicht erlaubt Bisaflor den Pokémon der Grünzone ja wieder an den Spielen teilzunehmen, wenn er nur einmal ihre fröhlichen Gesichter sieht, während sie sich bei seinem Spiel vergnügen. Neben dir, Pikachu, können auch einige der Pokémon an den Spielen teilnehmen, mit denen du dich im Pokepark angefreundet hast. Schaffst du es, ihre jeweilige Bonusleistung zu knacken, erhältst du zur Belohnung Beeren. Willst du Schüttelsprint spielen? Ja, will ich. Sehr schön, so gefällst du mir. Okay. Ja. So, da ist Schelast. Das könnte jetzt ein klein bisschen schwieriger werden. Aber wir werden es natürlich meistern. Wow, Bonusleistung 10,50. Okay. Na gut, dann geht's mal los. Ugh.
Wow, wir haben es geschafft. Oh Mann, okay. Nochmal 100 Bären, cool. Neue Bestleistung. Oh, beenden. So, wir haben es geschafft. Jetzt, wo Celeste die Bonusleistung erzielt hat, sollte Gigabor auch die Brücke wieder freigeben. Schnell, mach dich auf den Weg zu Endivia. Jawohl. Ach so. Es geht ja hier lang. So. Na dann. Lass uns durch, los. Er hat die Bonusleistung geknackt? Reden wir vom selben Pokémon? Wie hat er denn das geschafft? Hm. Nein, vergiss es einfach. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Das juckt mich nicht im geringsten. Ob ich die Wahrheit selbst gern Schüttelsprint... Also, ob ich in Wahrheit selbst gern Schüttelsprint spiele und mit euch daran teilnehmen wollte, um... Oh.